Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Creepy Driver Permalines. Ja, ich habe es versucht, das mit der Karte zu fixen, aber es geht immer noch nicht. Ich habe mir auch was überlegt. Lippenkratzen, lippenkratzen.de, kennt ihr das? Nein. Lippenkratzen.de. Geht da bloß nicht rauf, kommt bestimmt nur Scheiße dabei raus. Weil man weiß ja nicht, welche Lippen. Das. Ja, das will ich mir gerade vorstellen. So. Das geht hier gut los. Ja. Ich habe mir Folgendes überlegt, vielleicht kann ich das so machen, dass ich mir auf dem anderen Bildschirm, wo meine Fähigkeit draufsteht, quasi. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt die Facecam-Programm filme? Sorry. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Sieht man das? Scheiße, so. Ah, das sieht man nicht. Verdammt. Oh. Mist. Geht das so? Ich weiß ja nicht. Vielleicht nur ein bisschen. Das war zu weit. So. So ist easy. So. Jetzt sehe ich die Facecam wenigstens. Auch meinen anderen Bildschirm, das haben wir ja gesehen, hoffentlich. Aber das ist alles weiß. Das ist echt blöd. Das sah aus, als hätte ich gegen den Bildschirm gewichst. Ich meine, mit einem Pinsel rüber gemalt. Das hört sich immer noch falsch an. Scheiße. Sorry Leute, ich bin heute irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe noch nie mal was getrunken. Einzig, was ich trinke, ist hier Brause. Das ist gut. Gehen wir Profil laden. Auf Rondex. Ach nee, ich wollte erklären, was ich machen wollte. Weil ich abgeschwiffen bin. Ich wollte mir eine Karte runterladen. Also eine komplette Karte von den Dings. Und dann die Missionen, also wollte bei den Missionen gucken, wo muss ich hin und so, von bei Spieletipps oder sonst irgendwo bei irgendeiner Seite, da schreiben die das ja meistens immer. Und dann wollte ich mir das auch aufschreiben, weil ich kann es ja nicht ausdrucken, weil ich keinen Drucker hier habe. Jetzt könnte ich mir auch die Karte ausdrucken, aber ich bin zu arm. Warum knarrt mein Sessel? Das ist ekelhaft. Also hätte ich das so gemacht, dass ich dann, wenn ich bei der oder der Mission gucken kann, gucken will, wo muss ich hin und so, dass ich dann da auf der Karte gucken kann, statt die Karte aufzurufen, dass ich dann auf der Karte direkt gucken kann einfach. Und ja, geht nicht. Na gut. Weiter geht's bei Rondex. Und dann lädt er nochmal kurz. Ja, ich trinke mir so einen Mix. Gab's ein Angebot. Da hast du zwei Sechserpackungen hast du gekriegt für zum Preis von einer oder so. Habe ich knapp 8 Euro bezahlt. Sonst hätte ich 13 Euro Norfahrt bezahlen müssen oder so. Na, 13 Norfahrt. Und das ist schon mal nicht schlecht. So. Weiter geht's. Jetzt kann ich jetzt gucken, wann ich die Facecam beenden muss. Das ist super. Jetzt ist ein Problem gelöst. Na, ich bin schon an dem Monitor, weil ich um 9 habe jetzt. Der ist viel größer einfach. Das heißt, zwei 24 Zoll Menüs, wo wir stehen, statt einen 24 und einen 22, einer war 19 Zoll groß und einer 24. Und auf den 24 Zoll habe ich mir gespielt. Und da ich jetzt zwei habe, kann ich auf beiden Seiten, ja, beiden Seiten nicht, aber... Naja. was mache ich überhaupt? Ich habe mich gerade ins Labern verzwickt hier.
Tausch mal das W bei verzwickt. Nee. Nee. Tausch mal das Z gegen ein F. Dann heißt es nicht verzwickt, sondern ver... Verz... Ver... Nee, scheiße. Das ZW muss ausgetauscht werden gegen F. Also, dann kann man sagen, das ist zerfickt. Nicht ver... Nee. Nicht zer... Mann, ich rede nur scheiße. Dann heißt das nicht verzwickt, sondern verfickt. Genau. So. Ach so, ich kann ja wieder Rennen machen. Und dann machen wir das doch mal. Das ist so... Kann ich auch mal aussteigen? Ach nee, ist doch Enter. Und eine Tastatur habe ich auch eine neue. Hört man ja, welches. Enter drück. Steig doch mal aus da. Da wollte ich gar nicht rein. Weißt du, stehst du 10 Kilometer von einem Auto weg, weißt du, und da steigt in einem Auto ein. Das ist so logisch einfach. Oh, ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Ein Rennwagen. Oh! 10 Euro habe ich nur. Oh, siehste. Dann habe ich im Spiel ja mehr als jetzt. Also privat. Nein. Sportwagen. Ach ja, den hatten wir verändert, ne? Alter. Sieht der geil aus. Ey, ich will hier kein Nitro nutzen. Habe ich eigentlich unendlich Nitro? Nee, ne? Wo wird denn das angezeigt? Ach, da oben an der Leiste. Also da blende ich es ein, da unten, wo es angezeigt wird, weil ich habe das jetzt nicht gesehen. Ich nehme mal Mittel. Das Mittel zum Zweck, weißt du? Oh. Flachwitz. Wieso? Steig doch mal ein, na. Behinderter Hans Wurst hier, ey. Doch nicht die Ka... Ja, ich hab's lange nicht gespielt, das merkt man. Ich weiß die Tasten nicht mehr, ja. Das ist... So. Alter! Dass der nicht fahren? Gefahren ist so eben. Meine Fresse. So unfassbar. Es hängt gut an. Es hängt echt gut an, Leute. Das ist unfassbar, wie gut das anfängt. Wow, was ist denn da weg? Da flog erstmal ein Reifen durch die Gegend. Manche lassen die Kuh fliegen und manche lassen die Reifen fliegen. Alter, wie ich da Runden habe, Alter, ne? Muss hier mich echt ein bisschen spuken. Da wurde mich aber aus dem Rennen geschmissen. Oder ich habe mich selber aus dem Rennen katapultiert, weil ich zu dumm bin einfach. Zu dämlich zum Fahren. Das scheint ganz gut wieder einzuholen. Der driftet auch manchmal so doll. Das ist unfassbar. So. Quietsch. Wow. Alter. Quietsch. Ah, zu viel. Da muss hier ein bisschen reinkommen wieder. Ja. Ein zweiter, das ist super. Na ja, gut, wieder aufgeholt. Wow. Ich dachte, jetzt war's das. Weil... Hier muss man echt aufpassen, dass sie ihn eigentlich wegchecken oder sonst irgendwas. Hier muss man aufpassen, wie man das so alles hier hin baut. Yeah, Mann. Ich kann noch schon abkürzen, wenn ich will. Ja. Das ist super. Das ist super bleifrei, weißt du? Ich habe mir auch überlegt, bei den nächsten Rennen,
wird mein Bro mitkommentieren, aber der wird dann ja nicht zu sehen, weil er kamerascheu ist. Weil es ist nur sein Sache. Du musst also technisch ja, darauf hinarbeiten, also zweites Mikro und so, dass er da auch mit kommentieren kann, dass das auch läuft. Ja, das ist schwierig. Mit zwei Mikros und so, ich habe das auch nicht so. Haben wir noch nie ausprobiert, zwei Mikros. Muss ich gucken. Das machen. Yay! 1000. So wird's gemacht. Komm später wieder. Hier das Auto wechseln. Am besten nicht schrotten, das Ding hier. Komm hier durch hier. Alter, ich erschrocken. Wo der hier Nitro gemacht hat. Das. Boah, der ist so geil, der Wagen. 1010 habe ich. Kann ich beim Andeck eigentlich die Farbe. Sind die Scheiben schon getönt? Ja. Masken. Alter, wie sieht der denn schon wieder aus? Hat der eigentlich Teile? So, getönte Scheiben? Ist das sein Ernst? Alter, dieses Spiel, ey. Reparier's! Bei noch 960, ich hoffe, das schafft er trotzdem noch. 100! Das ist ja mal kugelsichere Scheiben. Jo. Was? Halsabschneider! Gibt's so nicht. Nur lackieren. Leistungssteigerung. Motor. Kann ich vielleicht bei dem anderen dieses Nitro aufbessern? Ich meine, es reicht eigentlich das Nitro, aber ich finde das besser, wenn der ein bisschen mehr Nitro hätte. Einfach. Und das? 200? 400? Ist das denn so wenig? Mach ich das doch. Das ist super. Was der jetzt an Nitro hat. Oh. Naja. Aber das ist mein Rennwagen halt, den ich halt immer fahre jetzt. Was ab jetzt? Habe ich im anderen Part schon gesagt, aber... Jetzt verlassen wir mal die Garage, weil die mit einer Tiefgarage... Lassen wir das. Gut. Lassen wir es. Ja, drei Pfeile. Nein, ich will die... Ich wollte ein anderes Auto haben. Doch nicht... Bin ich bei der Sache heute, ganz ehrlich nicht. Das ist krank. Ich bin angefahren. Weil der hat alles, getönte Scheiben und so. Kugelsichere Scheiben. Da frage ich mich, wo ich hin muss. Wenn ich hier länger rumfahre, muss ich das leider schneiden. Ja, dann muss ich das halt schneiden. Das ist so ein
Ist ja nicht so schlimm. Nur wenn hier Bullen dauernd kommen sollten, dann muss ich wirklich schneiden. Weil das doch, ja, sehr lange dauern würde alles. An diese Lags kann ich mich nie gewöhnen. Weil sonst eigentlich nichts laggt. Wieso mache ich mir das eigentlich so schwer? Ich meine, ich kann... Pausemenü kann ich nicht nutzen, das ist klar. Was? Wie jetzt? Hä? Ach so! Facepalm. Ach, weil ich muss gucken, ich habe das lange nicht gespielt jetzt. Ich muss gucken, wie die Steuerung war. Sorry, Leute. Straßenrennen? Nee, Rennstrecke Hansborn. Straßenrennen Mittel? Nee. Autoladen. Wiederbeschaffer. War das nicht mit den Autos? Neue Chance zu zeigen, was du drauf hast, Kleiner. Einer meiner Partner gehört die Phoenix Auto Body Shop Kette. Ich soll ihm 3 Autos organisieren und zwar pronto. So, ja, ist gut. Hab ich verstanden. Hol die Abschleppwagen von Phoenix Autos. Klaue Autos, bring sie zum Phoenix Autos, fahr sie nicht zu Schrott. Hallo? T. Ich kann immer noch auf Tee hämmern und das geht nicht. Ist unfassbar. So, der grüne Pfeil ist da oben. Da wollte ich ja sowieso hin. Da kriege ich wieder Klamotten in die Fresse. Das ist sehr schön. Aua! Ah. Das war nicht gut. Scheiß Container. Hey. Ihr seht es ja auf der Karte gerade. Bäh, Alter. Extrem viel Verkehr hier gerade. Mann, kann ich auch mal durch? Autsch. Das heißt schon der 95% Health. Das ist... Was mal? Wir fahren wieder durch Seitengassen. Wow. Alter, was geht? Aua, schon wieder! Diese Dreckscontainer! Man hat nur einen Health gezogen. Was ist denn da lang geflogen eben? Das sah ja strange aus. Was war denn Standplatz? Hä? Wie jetzt? Und das hier stehen nehmen. Was hier so los? Ach, ein Parkhaus. Und das ist ja super. Komm ich hier durch? Autsch. Jetzt habe ich schon 92 herauf. Ich komme hier immer wieder herauf. Das ist scheiße. Halt's Maul, hör auf zu hupen. Alter, kann die Bullen noch mal fahren? Ich muss ja super machen. So, hier dann. Oh, eine Sprungschanze. Juhu! Gummi geben. Yay! Damit Nido rüberbrettern, das wäre geil. Oh oh. Aber nicht wenn er muss. Wenn er einen Polizei überkommt. Das wäre ungeil. Guten Tag. Schöne Hüte. Boah, Alter.
Alter, der kriegt hier alles in die Fresse. Das war... so ein Fresse. 90! Hier verliert man so viel so schnell mal herauf. Das ist unfassbar. Bei den anderen habe ich das ja relativ schnell geschafft. Ich hoffe, das schaffe ich hier auch. Relativ schnell. Abschleppwagen. Ich mache hier mal eine ganz kleine Pause, eine Raucherpause und ich würde mal sagen... Nein. Ich mache erst eine Raucherpause, wenn ich es geschafft habe. So. Jetzt sehen wir es zu. Wenn ich schon rauchen muss, dann wird das eine Siegeszigarette. So. Um ein Fahrzeug abzuschleppen, fährst du lange rückwärts an die Nase des Fahrzeugs weiter mit G. Mit Kugelstellantrieb das Fahrzeug ankoppeln. Mittlere Maustaste gedrückt halten. Haha. Wenn die nicht im Arsch wäre, würde es ja auch gehen. Klau 3 Fahrzeuge und bring sie zur Werkstatt. Ja, wenn es weiter nichts ist. Kann ich vielleicht... ja! Mit Rundumleuchte fahren. Yay! So. Kann hier nur keine, nicht so viel Scheiße machen. Alter, hör auf abzubiegen da. Das sperrt mir dann weg, ey. Ich fahre hier mit Blaulicht, also. Ein bisschen Respekt, Leute. Die Bullen, die Feuerwehr und Krankenwagen kriegen das doch auch. Warum ich nicht? Bin ich minderwertig? Nur weil ich eine gelbe Sirene habe, bin ich dann minderwertig? Das sah gesund aus. Ich glaube, der steht vor mir, oder? Nee, der steht an der Seite. Das ist echt. Hey, das ist meine Karre. Jetzt geht mir echt die Post an.